Ja, das waren die einleitenden Akkorde von unserer Workshop-Version im Akustikplayer 4 2020 im Workshop Latin. Ich zeige euch da eine Version, wie man die Akkordfolge von dem Tom Jobim-Klassiker The Girl from Ipanema auf die Gitarre aufs Griffbrett übertragen kann. Mit jeder Menge interessanter Akkord-Voicings. Ich erkläre euch, wie das Ganze gespielt wird. Ein nettes Intro da vorgestellt, eine interessante Outro-Phrase und dazwischen eben die Akkordfolge von Girl from Ipanema. Und ich denke, da gibt es eine Menge Akkordklangfarben zu entdecken. Ihr könnt auch wieder an eurer Anschlaghand arbeiten, wenn es um Bossa Nova-Patterns geht. Stringset-Wechsel im Bossa Nova-Pattern, vorgezogene Akkorde und so weiter. Ihr merkt, es gibt eine Menge zu entdecken. Dazu gibt es auch einen Jam-Track zum Üben. Und wie der klingt, könnt ihr jetzt nochmal kurz hören. Ich hoffe, wir sehen uns im Akustikplayer beim Latin Workshop 4 2020. Bis dahin.